So Leute, ich habe jetzt auch nochmal meine Premium-Kiste durchsucht nach Boostern, die ich noch nicht geöffnet habe oder noch öffnen könnte. Und nachdem ich jetzt neulich ja die Commander Legends Booster hochgeladen habe, weil ich die einfach vergessen habe hochzuladen, als Commander Legends aktuell war, habe ich mir gedacht, hey, packe ich noch mehr Commander Legends aus. Ich habe es vermisst. Ich mochte das Set, ich mochte die Edged Foils und ich mochte das Ganze alles drumherum. Ich fand das Set einfach toll. Wir haben einen Kaizel Khozar 2-Mana 2-1 und hat fliegend, solange er angreift. Valakut Invoker 3-Mana 2-3. Für 8 Mana fügt er 3 Damage zu. Vertilit 3-Mana 0-0. Kommt mit 2 plus 1 plus 1 Marke ins Spiel. Für 2 Mana könnt ihr eine Marke runternehmen. Euer Deck am Standardland durchsuchen und es getappt ins Spiel bringen. Doomed Traveler 1-Mana 1-1. Wenn er stirbt, kriegt ihr einen 1-1 weißen so Spirit. Nicht Soldaten, Spirit. Okay, Dunt Operative, 2 Mana 2-2, solange ihr ein Artefakt kontrolliert, kriegt ihr plus 1 plus 0 einen Death Touch. Das ist mächtig. Spontaneous Mutation, 1 Mana Flash, eine Kreatur kriegt minus X, minus 0, wobei X die Anzahl an Karten in dem Friedhof sind. Okay. Palace Sentinel, 4 Mana 2-4, wenn ihr ins Spiel kommt, bist du Monarch. Nice, Monarch. Stimmt, hier war Monarch drin. Bitter Revelation, 4 Mana Sorcery, ihr guckt euch die obersten 4 Karten aus Decks an. Ihr nehmt 2 davon auf die Hand, die anderen Karten legt ihr auf den Friedhof. Und danach verliert ihr 2 Leben. Moss Diamond, kommt getappt ins Spiel, tappen für ein grünes, für 2 Mana. Cooles Teil. Makeshift Munition, alles klar, der ballert da. Ist ein Affe und er wirft hier. Alter. 2 Mana Enchantment, ihr könnt ein Artefakt oder eine Kreatur opfern, dann fügt er 1 Damage zu. Goblin Bombardement ist cooler. Silverback Shaman, der kommt mir bekannt vor. 5 Mana, 5-4 Trampel, wenn er stirbt, zieht ihr eine Karte. Seer's Lantern, 3 Mana Artefakt, tappen für ein farbloses, 2 Mana tappen Scry 1. Ghastly Demise, 1 Mana, ihr zerstört eine nicht schwarze Kreatur. Und wenn die Verteidigungsstärke. Ihr dürft sie aber nur zerstören, wenn die Verteidigungsstärke kleiner als die Karten in eurem Friedhof sind, also die Anzahl. Codex Shredder, aha, cool. 1 Mana Artefakt, tappen, ein Spieler eurer Wahl mildert eine Karte. Und für 5 Mana tappen, bringt ihr eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Nee, die wurde im Modern gespielt, im Lantern. Thought Vessel. Die ist teuer, glaube ich. 2 Mana Artefakt, man hat keine Maximum Hand Size und tappen für ein farbloses Mana. Scaled Behemoth, 6 Mana, 6, 7, Hexproof. Wow, das hätten wir früher dafür getötet, so eine Karte zu spielen. Halb. Yes! 3 Mana 3-2 Flash, immer wenn der Gegner eine Karte ziehen würde, außer die erste in seinem Zug, dann kreiert ihr so viele Treasure Token, wie der Spieler Karten gezogen hätte. Hammerkarte im Legacy. Hammer. Gnostro, Voice of the Cracks. 4 Mana 3-3, tappen. Ihr sucht euch 1 aus. X ist die Anzahl an Karten, die ihr in diesem Zug gecastet habt. Entweder Scry X. Oder er fügt X Schaden einer Kreatur zu. Oder ihr kriegt X Leben. Je nachdem, welchen Kopf ihr benutzt. Abomination of Llanowar. 3 Mana XX. Wachsamkeit Menace. Und hat Power und Widerstandskraft gleich der Elfen in eurem Friedhof. Und der Elfen, die ihr kontrolliert. Wow. Elf Horror. Wow. Das klingt grausam. Und Nymph Bridge Patrol. 2 Mana 1-1. Immer wenn eine andere Kreatur in eure Kontrolle ins Spiel kommt. Das Spiel verlässt, kommt der eine plus 1 zu 1 Marke. Und Monarch Token. Ja, das hat sich gelohnt. Ja, das war nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.